Hey, du da! Ja, du! Moin. Ich brauche eine neue Knarre. Bist du rundum zufrieden? So aus. Aha, du hast auch legendäre, lol, Kappa. Okay. Und die 5 Copperhead. Ah ne, die sind nicht legendär, die sind nicht... Okay, die sind Kategorie 5, aber die sind nicht unique. Das war das, an das ich dachte, bei Orange, aber nee, Schwachsinn. Ja, such dir was aus. Ja, ich hab... Nee, du hast jetzt... Nee. Aber kann ich dir vielleicht helfen? Mit Shit, den ich hier verkaufen kann. So, grün machen wir auch. Grün verkaufen wir auch. So. Die salvage ich. Ja, ich müsste hier sehen, ob ich die schon in meinem Kleiderschrank habe. Ah, können wir leider nicht sehen. Das gibt's. Okay, Attachments habe ich auch jede Menge. Ja, wir gucken, ob ich die... Warte mal. Rucksack. Attachments. Ich kann die halt auch zerlegen. What the fuck? Okay. Ja, geil. Wir fangen erstmal mit Rüstung an. Panzerung habe ich. Ja, komm weg. Komm, alles weg. Passt schon. Ist alles gut. Wir kriegen jede Menge von den Komponenten. Ihr seht es oben links. Die brauchen wir auch. Wir müssen 75 sammeln von den Lilanen, um jetzt eine unserer Waffen auf die nächste Stufe zu bringen. Ich sehe gerade, ich habe von der ganz kleinen so viele. Da könnte ich ja mal... Eigentlich mal so ein bisschen hochcraften. Ne, von weiß zu grün, von grün zu blau. Ja, versteht schon. So, alles weg. So, komm. Das hier auch noch. Von mir aus. Muss ich ja lohnen hier, ne? Das muss ich ja lohnen. So, das Messer könnte krasser sein, deswegen schauen wir uns das gleich mal an. Bei Waffen bleiben wir bei Unique. Der Rest wird gesalvaged. Ja, danke. Okay, jetzt gehen wir über Itemherstellung. Das Schöne ist so, warte mal, wo sind denn hier die Komponenten? Dürften wir? Grüne Komponente. 1500. Ja, geil, Leute. Das ist mal. Danke. Jetzt machen wir daraus blaue Komponenten. Danke. Gehen mal ganz kurz rein. Herstellung, what the fuck, what is this? Hacker to me. Smart Waffenmod, Nahkampfwaffenmod. Wenn ein Gegner weniger als 50% Gesundheit hat, hat jeder Treffer auf seinen Körper, auf seinen Kopf oder sein Gliedmaß eine Chance von 20%, ihn zu verstümmeln und sofort zu töten. Okay. Aha. Kann entfernt werden. Sie wird außerdem... Ah, die kann immer... Dafür ist der Chimera-Kern. Geil. Firecracker. Power-Waffen-Mod. Verschießt Explosivmunition. Diese Mod kann entfernt werden. Sie wird außerdem automatisch entfernt, wenn die dazugehörige Waffe zerlegt, verkauft oder fallen gelassen wird. Sie kommt immer wieder zurück. Idiot-Proof-Mods. I like it. I love it. I actually love it. Moment. So. Das ist geil. Das ist guter Shit. 5% Chance, einen Quick-Hack-Effekt anzuwenden. Der Effekt hängt vom getroffenen Körperteil ab. Oh, das ist jetzt ja mal eine schwierige Frage. Also craften können wir nur eine. Können wir halt immer wieder benutzen. Wenn der Gegner weniger als 50% hat, hat jeder Treffer auf seinen Kopf oder seinen Gliedmaßen. Das heißt, ich werfe mein Messer. Wenn es ihn nicht killt, aber ich gehe ja darauf, dass es ihn killt, wenn er vorher... Ja, nee. Okay, ich bin bei Smart Waffenmod. 5% Chance, einen Quick-Hack-Effekt zu aktivieren. Imagine, wir setzen das auf so ein SMG, was... auf so ein Smart-SMG, was halt trackt und immer trifft. Oder meistens trifft und jeder Schuss hat eine 5% Chance, einen Quick-Hack-Effekt zu aktivieren. Mega gut. Alternativ, Tech-Waffen. Ermöglicht das Laden der Waffe auf 20% Kapazität, ohne die Ladezeit zu verlängern. Ah, ich habe die Elektrowaffe noch nicht in der Hand gehabt. Firecracker. Oder das hier, verschießt Explosivmunition. Das geht, glaube ich, auch immer. Scheiße. Auch gut. Fuck. Okay. Vielleicht warten wir, bis ich mal so eine Tech-Waffe in der Hand hatte, so eine Elektrowaffe. Und gucke, wie geil die sind. Vielleicht machen wir das so. Weil wir haben da nicht den Luxus, uns jetzt hier so en masse was auszusuchen. Schwierig. Lass uns mal Guts upgraden.
So, wenn wir jetzt 40 von denen hätten, wäre Guts auf Kategorie 5. Geil. Sind nochmal Schaden. 60 pro Schuss, roundabout. Holy shit. Okay. O5 können wir auch nochmal upgraden, theoretisch. Noch mehr Damage. Ja. Okay. Worth it! So, danke dafür. Techie ist natürlich gelevelt worden bei dem ganzen Scheiß, den wir gemacht haben. Was haben wir denn jetzt hier schon wieder für eine schöne Nachricht bekommen? T. Ach du Scheiße. Sei dabei, wenn musikalische Universen aufeinandertreffen. Live auf der Erde. Nur einmal alle Millionen Jahre. Mr. Kipper und Private Press für 99,9 Impuls. Club Riot, gesponsert von Orbital Air. Kannst kaum erwarten. Okay, was zur Hölle? Automatische Stelle Nachricht. Bitte antworten Sie nicht drauf. Club Riot Night City nur mit Einladung. Okay, was zur Hölle? Techie auf direkt 19. Gucken mal. Ja. Ja, craften lohnt sich halt, ne? Das ist... Früher, und ich rede jetzt von ganz am Anfang, hat mir das Probleme gemacht, weil es dafür gesorgt hat, dass ich mein Spiel nicht hätte weiterspielen können. Deswegen habe ich damals auch aufgehört. No joke. Weil das Spiel am Anfang so ein buggy Mess war. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ne? Ganz am Anfang wurde eure Save-File immer größer. Jedes gelootete Item wurde eingetragen in die Save-File, auch wenn es verkauft worden ist oder gesalvaged worden ist. Und ebenso wurde auch das Salvagen immer irgendwie eingetragen. Und diese ganzen Komponenten, die du gesammelt hast, es wurde immer mehr. Deine Save-File wurde immer langer, länger. Es hat immer länger gedauert, das Spiel zu laden. Ne? Es war auf einer SSD, also auf einer M.2 SSD. Shit hat trotzdem länger gedauert. Das war richtig dumm. Und irgendwann, also du bist auch Gefahr gelaufen, dass je länger du spielst, ne, den einen Charakter, dass die Chance immer größer wurde mit dem ganzen Looten und so, dass du dein Spiel nicht mehr laden kannst. Dass die Datei einfach zu groß war für das Spiel und es crasht. I shit you not. Das war am Anfang wirklich ein Problem. Hat mich übelst getriggert. Not gonna lie. Als ich es gelesen habe und ne, ich war halt am Craft. Ich war halt so Tech-Crafting. Fand ich geil. Ist cool. Ich mag Crafting-Systeme. I love it. Ne? Vor allem, weil sie ja in guten Spielen dafür sorgen, dass wenn du halt diese Skillpunkte ausgibst, dass du bessere Waffen kriegst, als die, die du im Spiel findest. Ja, hat mich in die Scheiße geritten. War nicht so geil. War ich auch ein bisschen mad, ey, wirklich. So. Ich kann die nicht rausnehmen. Yikes, Alter, okay. Ruf in Gefahr, doppelte Panzerdurchdringung. Das Messer ist zwar stärker, aber... ich habe halt hier 50%, wenn es stackt, oder 25% Chance, dass ich das wiederkriege. Nee, machen wir nicht. Das machen wir nicht. All good, all good. Gib mir mal hier Mission, warte mal. Also wir haben eine komische Nachricht bekommen, das fand ich auch noch spannend. Badlands, was ist denn hier mit der Party, frage ich mich jetzt. Es ging um eine Party? Ist irgendwas, wir haben noch, also ne, gerade hier, Radio, ihr habt's gesehen. Nachrichten. Wo auch immer die jetzt hin ist. Lesenachrichten. Hier. Journal öffnen. Ich verkaufe diese Lederjacke? Was? Revere Courier Service, Lieferwagenclown, Ort. Was? Das ist kein normaler Auftrag. Du sollst Blasülz gehen und ein Minibus voller Lederjacken klauen. Ich weiß, so habe ich auch geguckt, aber der Job ist ein Kinderspiel. Ich soll Lederjacken klauen. Leder, okay, ja. Ein Wagen voller Lederjacken. Ja. Ja. Fühle ich. Wir können auch erstmal eine Main Story weitermachen. Ja, erstmal hier. Wir sind in der Nähe. Nee, aber so eine schicke Lederjacke? Hätte ich auch Bock drauf. Letztens mal bei gut, schick ist auch wieder Auslegungssache, aber mal so bei EMP gestöbert. Die haben schon schicke Sachen. Ist halt nur ein bisschen pricey, wenn es kein Kunstleder sein würde. Okay, what the fuck is happening? Okay, wir greifen einfach alles mal an. Wir machen mal hier eine Seuche. Wir machen mal hier eine Seuche. Und du kriegst zwei Kurzschlüsse. Und dann gehe ich in Deckung. Damn, der war bad. Ich wüsste ja nicht mal, wen von denen ich hier angreifen soll. Okay. Sind das die Animals und einfach die Voodoo Boys?
Не надо! Я не хочу! Nee. It's something else. Okay, du kriegst einen Kurzschluss. Da steht noch einer, der kriegt zwei. Und dann sind wir gut. Ja. All good, all good, all good. Sehr sauber. Noch mehr Street Cred. Ja, müssen wir noch ein bisschen. XP-Splitter, Solo, sowieso. Ne, wir müssen auch noch ein bisschen, ne, damit wir Netrunner noch natürlich erweitern. Nein, aber ich meine Street Cred vollkriegen. Ich möchte gerne die Mods haben, die guten. Komm ich hier rein? Ist was in 50 Metern? Was ist das für ein Symbol? What the fuck? Was ist das? Wer weiß, was hier ist? Was? Sorry, ich weiß. Ich bin schon wieder abgelenkt. Aber drei Totenköpfe? Ich weiß nicht, was das scheint ein neues Symbol zu sein. DLC und so. Würde ich behaupten. Auftrag. Ungerechtigkeit? Was? Hallo V. Du musst einen verirrten Van für mich zurückholen. Koordinaten kriegst du. Also ein ziemlich simpler Auftrag. Wahrscheinlich liegen Animals auf der Lauer. Vermutlich etwas bissige. Details anbei. Aha. Okay, das ist nicht der Weg, den ich eigentlich gehen soll. Ja, okay, nee, das ist ein bissige Gebiet. Guten Tag. My bad. Ja, I guess, das ist halt jetzt hier die Quest, ne? Meine Pistole. Schwanz steht. Okay, Bruder. Bist du so excited, mich zu sehen, ja? Und ich werfe mein Messer einfach mal in den. Ach, die haben das Ding wieder angemacht. Scheiße. Alter. Hallo, moinsen! Und wie ist das DLC-Aspekt? Wie ist das DLC? Ist gut bisher. Also, wir sind jetzt ein paar Stündchen drin, das ich bisher gesehen habe, ganz ordentlich. Vorhin schon drüber gesprochen, jetzt map-wise scheint es erstmal nicht so groß. Aber wenn da halt jede Menge Content drin ist, ne? Finde den Liefer. Ja, bis ich Blut spritze. Muss auch gleich mal die Sniper wieder in die Hand nehmen. Ey, bisher ganz anständig. Also ich hab Bock, wir machen nächste Woche auch noch ein bisschen weiter. Gibt natürlich auch anderen Content, aber ja. Jetzt muss ich aufpassen. Gib mir mal Verseuchung. Und da hinten steht noch irgendwas. Kurzschluss. Ah. Warte mal. Ich kann nur zwei Kurzschlüsse geben. Ich weiß auch nicht, wo ich hier gerade schon wieder reingeraten bin. Auftrag Recht und Unrecht. Er ist schon wieder heikel gerade, du. Sehr heikel. Und warte, andere Waffe. Ich brauche eine Sniper-Rifle. Ich muss da mal reinschauen. Nee, aber herzlich willkommen, mein Guter. Schön, dass du am Start bist, du. Okay, can't see shit. It's a bit dark. Das ist nicht unser Van. Aber sieh dir die Spuren an. Führen tiefer in den Topf. Naja. Das ist nicht unser Van. Ich weiß auch nicht, wie da hinten. Nice. Okay. Erstmal hacken. Wir wollen Stufe 3. Quick Hack Komponenten und so. 7, 1C, 5. Okay. 7, 1C, 55. 7A. Und dann eine 55 hätten wir hier. Noch eine 55 haben wir nicht, aber immerhin eine 7A. Passt. Mach den auf! Aha. Lad nach. Die braucht leider ewig. Bist ein räudiger Hund, bist du. Animals und so, ne? Das ist nicht gut. Aha. Keine gute Umgebung. Na, wird schon. Steht da oben? Gegner, okay. Ba, 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 da, 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 da. Kurzschluss.
Nein! Oh, nein, nein, nein! Ich wollte gerade sagen, habe ich die nicht mit dem Messer? Sie scheint der Scheiße! Muss nachladen! Ja, besser ist es. Wir sind am Arsch! Der kriegt keinen Schaden! The fuck? Okay. Ah, hat vergiftet keinen Schaden bekommen. Okay. Rude! Kind of rude. So, BD55. Wir können gar nicht mit BD anfangen. Der ist doch schwach. Warte mal. Ja. Fünfundfünfzig, dann eine 7a haben wir hier. Kommen wir auf eine 55, auf eine E9. 55, 7a, 55. E9, 1c haben wir hier hinten. Nee, 8 muss ja 7a sein. Ja, okay. My bad. Oben ist ja schon raus. Arschstauber. Die beiden unteren sind wichtig. Die sind wichtiger. 20 Quicker-Komponenten, Kategorie 2. Yo. Okay. Die sind wirklich wichtig. Bleib mal ganz geschmeidig. Na, Johnny, alles gut? So, Street Cred 48. Wir kommen immer näher, Vielleicht weiß der ein oder andere ja von euch auch noch, was man dann bei den einzelnen Ripper Dogs alles kriegen kann. Mit Maximum Street Cred. Das wäre sexy, wenn ihr da vielleicht noch was wisst. Komm schon, zeig deine hässliche Visage. Hi. So. Okay, finde den Lieferwagen. Okay, Lieferwagen wird unten stehen. Ah, die Mission kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die habe ich schon mal gemacht. In meinem Playthrough damals. Ja! Yeah! Ich dächte, aber vielleicht irre ich mich auch. Wir sind auf jeden Fall weg. Okay, bis wohin? 600. Easy. Easy. Nur ein bisschen haarig in dem Tunnel. Aber ist auch echt nicht meine Stärke. Ja, so offener Fight. So, ist gut. Der muss nicht in einem Stück ankommen. Aber der muss in einem Stück ankommen. Den müssen wir uns merken. Scheiße. Hier links von uns, ne? Rad und so. Lenkrad. Wichtige Quest. Scheiße. Ich hoffe, die bleibt. Bleibt die? Ja, die bleibt nicht. Nee, ich glaube, aus den Augen, aus dem Sinn. Na gut. Naja, wenn er das sagt, muss das schon stimmen. Alles gut. Oh, das ist gut. Moment. Kann ich nicht? Wieso ist das schon wieder blockiert? Shit. Nee, war beim letzten Mal auch so, ne? Ja. Da hatte auch jemand Damenbesuch. Nennen wir es mal. Ich wollte frech sein Auto losschicken. Hat nicht funktioniert. So. Ja. Ah. Du hast mich reicher gemacht, wie. Und dabei die Animals geärgert. Hervorragend. Ja. Ich 21. Ich würde schätzen, wenn jemand Eindruck macht. Dankeschön. Wenn mehr zu tun ist, rufe ich dich an. Auftrag abgeschlossen. Mhm. Hallöchen. Kann ich dein Auto? Es wäre so ein gutes Kontrolle. Aber ich kann... Na gut. Okay, süße kleine Nebenquest. So, und wie es so ist, jetzt wurden wir abgelenkt hier. So, wir treffen uns nicht mit Panam, wir lassen das. Kann ich die irgendwie aussteigen generell? Kann ich nicht. 620 Meter. Das geht schon. Gib du mir mal deinen Wagen, der sieht ganz schnuffelig aus. Stopp, ich... Polizeikontrolle. Ich will nach Hause. Ja, tut mir leid, ich wollte mal so ein Auto fahren. Der ist schon irgendwie putzig. Und wenn nicht... Ja, alles gut. Du kannst ihn später wieder einsammeln. Ich lasse den irgendwo stehen. Ich schicke dir die Koordinaten. Das ist nämlich putzig. Hat zumindest auch mal einen Smart, oder? Wenn der jetzt noch eine Minigun hätte. Ah, das wäre schön. Egal. Wir machen eine Softstory weiter. Ich lasse mich nicht mehr ablenken. Vorerst nicht mehr ablenken.
Und wir gucken mal, wo die uns hin... Also die bringt uns natürlich ins Gebiet zurück, klar. Aber wir gucken mal, wo die uns questtechnisch genau hinbringt. Und ob dort vor Ort nicht die ein oder andere Nebenquest noch zu finden ist. Ne? Moin, Leute! Hi. Hi. Ist ein bisschen scary, I know, aber wir dürfen hier rein. Ey, mit denen kannst du ja auch nicht anlegen, du. Ich glaube, das ist so ein Endgame-Ding dann nochmal. Wenn wir Level 50 sind, versuchen wir mal so durch die Sperre zu kommen. Ohne uns scannen zu lassen. Wir brechen einfach ein. Wird schon. Ja, was soll schon schief gehen? So. Willkommen auf jeden Fall hier im DLC-Gebiet. Ich habe wirklich noch nicht viel gesehen hier. Judy schreibt mir, hey. Wie läuft's? Hast du schon diese Voodoo Boys gefunden? Ah, das ist Main Story normal. Das interessiert uns ja eigentlich nicht mehr. Wir sind trotzdem natürlich so nett und schreiben hier. Aber ich will gerade nicht über Details reden. Okay, wenn ihr es lieber ist, aber wie? Pass auf dich auf. Knew it. Ja, sie ist ja eine nette, sie ist ja eine süße. Aber ich will nicht, dass es dir auch sowas passiert wie Evelyn. Ja, das wird nicht kommen. Wie geht's Evelyn? Geht's ihr besser? Unverändert, sie ist irgendwie in ihrem Kopf gefangen. Das muss die Hölle für sie sein. Sorry, ich muss los. Ist okay. Bis dann. Hauschte rein. Hauschte rein. Hauschte rein. Kann ich auch schreiben? Ich kann nicht schreiben. Genau. Also, noch nicht so viel unterwegs gewesen. Auch weil wir erstmal eine Main Story gemacht haben. Erstmal gejagt worden sind. Das ist das Übliche. Ich fahre so ein bisschen auf der falschen Seite. Ich sollte versuchen, die Leute nicht direkt anzupissen. Okay, unser Hauptquest ist hier rechts. Aber ich will wissen, was in der Pyramide ist. Ich krieg Vegas-Vibes hier. Ist hier vielleicht... Kann man hier vielleicht... Okay, ein bisschen laggy. Das hatte ich auch gelesen. Also in manchen Gebieten vom DLC fängt es plötzlich an, random zu laggen. Ey, und dann geht's wieder. Das ist eine Bar. Okay, es geht nicht wieder. Holy shit. Das ist eine Bar. Hast du ein Gehirn? Dann nutz es. Hab ich? Tu ich? Mach ich. Komm ich hier rein? Jesus. Sonst was. Das liegt bestimmt in den ganzen Glasoberflächen. So, komm hier irgendwo rein. Das sieht faszinierend aus. Zu denen? Ich gehöre nicht zu denen. Da ist auch eine Mission jetzt. Ihr seht das Freundschaftshandsymbol. Wir gucken mal. Wir gehen mal. Wir sind nicht allein. Ja, wir gehen mal rein. Wir gehen mal rein. Woraus setzt sich für einen Eingang? Es gestaltet sich doch als schwieriger, als ich dachte. Was ist das nicht? Wieso Kampf? Wen habe ich jetzt angepisst? Okay. Ich wollte ein bisschen meinen Sturz haben. Hallo, hallo. Guten Tag. Ich habe überhaupt nichts. Was habe ich getan? Wir werden nicht angegriffen. Chill. Chill, warte. Na, stopp, halt. Was? Ich habe doch gerade überhaupt nichts getan. Ah, Mr. Hans ist das. Okay, warte, wir machen mal hier Wegpunkt. Dann sehen wir nämlich auch, wo wir hin müssen. Wir kommen da vorne irgendwo rein. Was habe ich mit der Polizei zu tun, Mann? Das wollte ich wirklich nicht. Ey, Leute, ihr wisst, ich, ne, Scheiße und so, ja, aber das wollte ich jetzt wirklich nicht. Ich wollte hier einfach nur rein. Ich wollte mal Hallo sagen. Wo ist denn der Eingang? Über mir. Ach, Scheißendreck. Ja, so viel dazu. Neue Mission, no easy way out. Aha. Lies die Nachricht von Coach Fred. What? Wie geht's meiner liebsten NC-Box-Legende? Jetzt, wo du jeden ernstnehmenden Rivalen der Stadt verprügelt hast, was hältst du davon, einem jungen Boxer zu helfen, der noch eine lange Karriere vor sich hat? Red mal mit meinem Troom Aaron. Der braucht zuverlässige Mietmuskeln. Kannst du dich darum kümmern? Ey, also... Legende wohl kaum, ich guck mal, was ich für ihn tun kann. Also wir sagen erstmal ja, weil wir jede Quest erstmal annehmen, wann wir sie machen, das ist eine andere Sache. Wir sind jetzt aber nicht so krass im Boxen, das habt ihr, ne? Habt ihr gesehen. Den Endfight, den haben wir, also mit Glanz und Gloria ist was anderes. Und hier ist ein schönes Auto, was wir klauen sollen. Eigentlich ja, aber, okay, ist ein bisschen overwhelming gerade. Nee, ich will erst mal reingehen, hallo sagen. Ich will erstmal in dieses schön lagende Gebiet hineingehen und hallo sagen. Hey, du da. Ja, moin. Das hier ist ein netter Club, also sei nett, verstanden? Wir sehen alles. Alles klar, Bruder.
The Heavy Hearts Club. Ja, man muss auch mal hier, hä? Hat mir auch gefallen. So. Moin, du glitscht ein bisschen. Dann müssen sie nochmal einen Hotfix raushauen, du. Helen, was habt ihr auf der Karte? Was habt ihr auf der Karte? Nur leckere Sachen. Sie selbst. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Oh, ein Energy Drink. Zurückgerufener. Mhm. Ja gut, alles an Essen. Ja, ja, ja. Heuschrecken-Salami-Pizza. Schön, schön, schön. Ja, 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 ja. Die glitschen hier alle so rum. Sieh dich doch mal an. Du hast überall Blut auf der Uniform. Okay. Ja, ist vielleicht ein bisschen buggy, das DLC. Es geht ab. Für den Laden auch irgendwie die Modelle nicht? Okay. Ich kann da nicht hin zu meinem Buddy. Oh. Staff only. Hm. Kleiderschrank. Kann ich später noch freischalten? Das ist bestimmt dieses hier, wenn ich 10 au- Oh Gott, ich muss hier raus. Wenn ich für Mr. Hand 10 Aufgaben löse, ihr seht doch jetzt überall die Ausrufezeichen, es würden immer mehr Aufgaben, dann kann ich hier wahrscheinlich in den VIP-Bereich. Ah, fuck. Oh no!